Hallo zusammen, heute machen wir einen Pfefferkrusten-Skirt-Burger. Es lohnt sich also, dran zu bleiben. Ihr wisst, was das bedeutet. Es bedeutet, es ist Zeit, den Grill anzuschmeißen. Den meisten von euch ist es mittlerweile bekannt. Skirt oder Entranja oder Saumfleisch oder Kronfleisch. Mittlerweile gibt es verschiedene Bezeichnungen für diesen Cut. Im Großen und Ganzen verbirgt sich dahinter Zwerchfell. Man unterscheidet zwischen Inside Skirt und Outside Skirt. Das hier ist jetzt ein Skirt Steak von Adler Gourmet. Das habe ich aus der Packung rausgeholt. Das tupfen wir jetzt kurz trocken. Und danach schneiden wir noch etwas von dem überschüssigen Fett weg. Ich versuche nicht zu viel wegzuschneiden, denn Fett ist natürlich auch immer ein Geschmacksträger. So ein paar Sachen an den Ecken haben mich etwas gestört, das ist aber gar kein Problem, das ist in der Regel auch normal bei Skirt. Und das habe ich einfach entfernt. Nicht viel, aber das bisschen halt. In der Zwischenzeit haben wir den Broiking Keck vorgeheizt, mittlere direkte Hitze. Und dann hauen wir unser Skirt Steak einfach drauf. Wir haben das Skirt Steak vorher gesalzen. Jetzt, wo es auf dem Grill liegt, salzen wir die zweite Seite auch nochmal. Und dann grillen wir das, ich sag mal, 4,5 bis 5 Minuten von jeder Seite. In der Zwischenzeit, wo das Skirt so vor sich hin grillt, rühren wir uns eine kleine Soße an. In dem Fall brauchen wir 1 Esslöffel Frischkäse, 2 Esslöffel Naturjoghurt und das verrühren wir miteinander. Den Saft einer Zitrone, wenn man die vorher so rollt, kriegt ihr den Saft leichter raus. So, jetzt noch einmal so, dass ihr es auch seht. Dann etwas salzen und pfeffern, verrühren, das war es auch schon. Wir versuchen also jetzt einen Gegenpol zu schaffen zu dem Pfeffer, die Pfefferkruste, die jetzt gleich das Skirt Steak bekommt. Die ursprüngliche Idee für diesen Burger habe ich von Tom. Tom hat einen Kanal, ist ein amerikanischer Grillkanal, Toms Test Kitchen. Ich verlinke euch das mal, könnt ihr mal vorbeisurfen und ein Abo dalassen, ist ein ziemlich cooler Typ. So, noch einen halben Teelöffel bis einen Teelöffel Senf dazu. Tom hat auf jeden Fall mal einen Pepper Encrusted Lamb Burger gemacht. Und den fand ich so geil, dass mir diese Idee, etwas auf einer Seite ordentlich zu pfeffern, nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist. Deshalb interpretiere ich das hier mal neu mit unserem Skirt Steak. So, jetzt einmal drehen. Zack. Und wieder ein paar Minuten von der anderen Seite. Und in der Zwischenzeit bereiten wir unsere Pfefferkruste vor. Dafür nehmen wir den Paradiespfeffer von Barbecue aus Rheinhessen von meinem Freund Jörn, der mir freundlicherweise ein Paket davon zur Verfügung gestellt hat. Den müsst ihr euch unbedingt mal reinhauen. Der ist ziemlich cool, der hat so eine Vanillenote dabei. Halt wirklich paradiesisch. Ich finde, es passt hier ganz gut rein. Jetzt beträufeln wir unser Skirt Steak auf der einen Seite mit Olivenöl. Das hier ist Band of Chefs. Viele Grüße an FT-Meos an dieser Stelle. Und wenn wir das einmal damit benetzt haben, dann hauen wir das jetzt hier in unseren Pfeffer und versuchen möglichst viel von dem Pfeffer halt auch an unser Fleisch zu bekommen. So, als nächstes brauchen wir ein Brot. Das hier ist Wolkenbrot oder Cloudbread. Wenn ihr noch nicht wisst, wie man das macht, das habe ich in einem anderen Video verfilmt. Vor ein paar Tagen kam das raus. Das müsst ihr euch unbedingt mal ansehen. Das ist sehr leicht. Hier unser Skirt Steak mit der Pfefferkruste. Jetzt einen Löffel von dem Dip. Jetzt merkt man auch, das Frische von dem Joghurt passt hervorragend mit etwas Säure zu dem Pfeffrigen und der Vanillenote. Dazu das coole Fleisch. Dann noch einen Deckel von meinem Cloud Bread. Ja, ich würde sagen, gelungener Versuch.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das mal ausprobiert. Schaut euch auch im Link mal an, den Paradiespfeffer. Guckt auf jeden Fall mal bei Adler Gourmet vorbei. Wer das Wolkenbrot noch nicht gemacht hat, unbedingt ausprobieren. Als denn. Daumen nach oben, wenn es geht. Kanalabonnement. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Markus.